Ich unterteile das Wort dem Kollegen Sigmar Gabriel für die SPD-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren, Frau Bundeskanzlerin, für den ersten und den letzten Teil Ihrer Rede haben Sie die volle Zustimmung, glaube ich, nicht nur der SPD, sondern des ganzen Hauses. In der Tat. In der Tat berührt, glaube ich, jeden Menschen in Deutschland das Schicksal der Menschen in Japan ungeheuer. Selten hat ein Land in Friedenszeiten so eine Kette von Katastrophen durchleiden müssen, wie das in diesen Tagen die Japaner müssen. Und ich sage offen, ich glaube, wir alle haben in diesen Tagen viel über den Mut und auch die Tapferkeit dieses Volkes gelernt. Und wir haben, glaube ich, neben Mitgefühl, Trauer und Entsetzen, auch tiefen Respekt gegenüber der Haltung und dem Kampf dieser Menschen. Und wir hoffen ja, dass es, obwohl täglich die Hoffnung schwindet, am Ende doch gelingt, den Super-GAU, also das unkontrollierte Austreten ungeheurer Mengen von Radioaktivität, doch noch zu verhindern. Und deswegen, Frau Bundeskanzlerin, haben Sie jede Unterstützung des deutschen Parlaments verdient, wenn Sie der japanischen Regierung Hilfe und Unterstützung anbieten. Wir denken, dass das die Verpflichtung Deutschlands und auch der internationalen Völkergemeinschaft ist. Und wir danken Ihnen ausdrücklich dafür, dass Sie sehr frühzeitig damit begonnen haben, dafür die Voraussetzungen zu schaffen. Ich bin nicht sicher, ob die Auseinandersetzung, die dann am Ende darauf hinausläuft, dass wir uns gegenseitig unterstellen, wir seien respektlos und wir würden uns unanständig gegenüber uns benehmen, ob das das ist, was angemessen ist. Sie meinten, dass das eben zu Ihrer Rede gehört. Ich bin der Letzte, der nicht wüsste, dass in solchen Auseinandersetzungen... Naja, trotzdem man im Parlament ein scharfes Wort führt, muss man ja gelegentlich überlegen, ob das Ende einer Rede eigentlich mit dem, was man davor gesagt hat, noch übereinstimmt, Frau Bundeskanzlerin. Was wir erleben, ist das Ende des Atomzeitalters. Es war gekennzeichnet durch zwei tiefe Überzeugungen. Erstens, dass die Technik nie versagt und zweitens, dass der Mensch nie versagt und vor allen Dingen, dass nicht beides zum gleichen Zeitpunkt passieren darf. Wir haben bitter lernen müssen, dass diese beiden Grundannahmen des Atomzeitalters falsch ist, dass weder die Technik immer funktioniert, noch dass Menschen nie versagen. Und meine Damen und Herren, tun wir nicht so, als würden uns die Risiken dieser Atomtechnologie in Japan erstmals vor Augen geführt werden. Dutzende von Unfällen. Viele beinahe Katastrophen, nicht zuletzt die Katastrophen in Harrisburg 1978 und Tschernobyl in der früheren Sowjetunion, haben uns seit langer Zeit vor Augen geführt, dass der GAU und der Super-GAU eben keine rein mathematischen Unwahrscheinlichkeiten sind, sondern ganz reale Gefahren, die mit unendlichem Leid von Menschen verbunden sind. Das berühmte Restrisiko, das die Atomwirtschaft und die Gläubigen der atomaren Heilslehre in Wissenschaft, Medien und den politischen Parteien so lächerlich und vernachlässigenswert vorkam. Dieses Restrisiko ist gerade zur ganz realen Katastrophe für Millionen von Menschen in Japan geworden. Und trotzdem sind schon wieder die Beschwichtiger der Atomwirtschaft unterwegs. Das alle könne in Deutschland und Europa nicht passieren. Wir hätten schließlich keine Erdbeben und Tsunamis oder wir hätten doch die sichersten Atomkraftwerke der Welt. Ich erinnere mich noch gut, dass das schwedische Atomkraftwerk Forsmark im Jahre 2006 in einer gefährlichen Lage war, weil auch dort die Notstromversorgung versagte, und zwar völlig ohne Erdbeben und Tsunami. Und als wir damals die deutschen Atomkraftwerksbetreiber fragten, wie ist das eigentlich bei euch, kam sofort ohne jede Prüfung die Antwort, das kann bei uns nicht passieren. Und als wir dann über den Paragraphen 19, damals gab es nämlich eine ganz konkrete reale Gefahr, dass die Wechselrichter nicht funktionieren, gesagt haben, das wollen wir aber genau wissen, haben sie kleinlaut nach kurzer Zeit zugeben müssen. Ja, auch in deutschen Atomkraftwerken hat dieses technische Problem existiert. Meine Damen und Herren,
Das alles war vor Japan. Wir hatten auch bei uns in Deutschland Wasserstoffexplosionen in Brunsbüttel in der Nähe des Reaktordruckbehälters. Wir hatten fehlerhafte Installationen, Kühlmittelverluste, mangelhafte Rohrleitungssysteme. Das alles war vor Japan. Das alles wussten Sie, Frau Bundeskanzlerin. Und trotzdem haben Sie mit der damals in der Großen Koalition versucht, mich dazu zu zwingen, zwei der ältesten und gefährlichsten Atommeiler in Deutschland länger laufen zu lassen. Biblis A und Neckar-Westheim 1. Sie haben mich schriftlich dazu aufgefordert, die Laufzeiten dieser beiden Atomkraftwerke zu verlängern. Das sind die beiden, bei denen Sie jetzt so stolz sind, dass Sie sie und einige mehr, aber Neckar-Westheim 1, dass Sie für 3 Monate vom Netz nehmen. Frau Bundeskanzlerin, Sie haben diese Reaktoren eine Laufzeitverlängerung von 8 Jahren gegeben, ohne Ihren Deal. Und übrigens, das gehört zur Wahrheit, ohne die Billigung der Tricks der Atomwirtschaft durch geringeres Ausfahren ihrer Kapazitäten über die im Gesetz ursprünglich vorgesehenen Laufzeiten zu kommen. Also ohne Ihren Deal, ohne Ihre Kumpanei mit der Atomwirtschaft, wären die längst vom Netz, meine Damen und Herren. Wären sie längst vom Netz. Frau Bundeskanzlerin, Sie haben alle, die gegen diese abenteuerliche Laufzeitverlängerung als Ideologen verleumdet. Ihr Vizekanzler hat die gesagt haben, das geht so nicht, wir müssen raus aus der Atomenergie, wörtlich, Herr Westerwelle, als Geisterfahrer bezeichnet. Vor dem Hintergrund Ihrer verbalen Kehrtwende frage ich Sie, wer waren eigentlich tatsächlich ein Geisterfahrer der deutschen Energiepolitik in Deutschland? Wer war das? Frau Merkel, ich weiß gar nicht, ob es Ihnen auffällt, aber vor einem halben Jahr, da war der rot-grüne Ausstiegsbeschluss aus der Atomenergie, da war der unvertretbar, weil er die Atomwirtschaft zu sehr bedrängte, weil wir die Laufzeiten doch brauchen für Deutschland. Da haben Sie ihn kritisiert, weil wir zu schnell aussteigen wollten. Heute stellen Sie sich hin und haben die Chuzpe zu sagen, Sie kritisieren SPD und Grünen, weil wir angeblich zu langsam ausgestiegen waren. Das ist doch das Spiel, das Sie hier treiben. Und Frau Dr. Merkel, damit Sie nicht glauben, jeder im Haus hätte ein schlechtes Gedächtnis. Ich habe Ihnen als Bundesumweltminister in der Großen Koalition vorgeschlagen und angeboten, die ältesten Atomkraftwerke schneller als im ursprünglichen Gesetz vorgesehen vom Netz zu nehmen. Sie haben das verweigert als Kanzlerin. Wir hätten Sie schon nicht mehr, wenn wir das damals gemacht hatten. Und dann zum Thema Sicherheitspolitik. Am 28. Oktober 2010 haben Sie mit der Mehrheit von CDU, CSU und FDP die Laufzeitverlängerung hier durchgepeitscht. Frau Merkel, ich habe Sie damals und wir haben Sie alle damals gewarnt und haben gesagt, machen Sie bitte das, was jeder normale Mensch machen würde. Nämlich prüfen Sie jedes einzelne Atomkraftwerk auf die aktuellen Sicherheitsstands, ob Sie den Stand von Wissenschaft und Technik einhalten können, bevor Sie generelle Laufzeitverlängerungen beschließen. Das haben Sie abgelehnt. Die äußerste Gefahrenvorsorge, die müssen Sie nicht jetzt machen, die müssen Sie immer machen bei einem Atomkraftwerk. Immer. Das ist immer Ihre Aufgabe. Aber als wir im Parlament zu entscheiden hatten, war ja längst alles beschlossene Sache. Den Bundestag haben Sie ja nur noch pro forma beteiligt, den Bundesrat überhaupt nicht mehr. Sie hatten ja alles mit den Herren der Atomwirtschaft schon im Hinterzimmer dingfest gemacht. Und damit nicht genug, und auch da, ich meine, Sie waren mal Bundesumweltministerin. Dass Sie den Mut haben, hier dem Parlament die Unwahrheit über die Anwendung des § 19 ATG des Atomgesetzes zu sagen, Das schon ein starkes Stück. Damals wollten Sie jede Gefahr für den Atomdeal mit der Atomwirtschaft ausschließen. Und deshalb haben Sie die Sicherheitsanforderungen
die wir 2009 in Kraft gesetzt haben, deren Arbeit unter dem Kollegen Trittin begonnen hat und die ich dann abgeschlossen habe und die wir gerne übrigens ganz ohne die alten Sicherheitsanforderungen in Kraft gesetzt haben. Das war ein Kompromiss, weil Ihre CDU-CSU-Ministerpräsidenten gesagt haben, wir wollen gar keine neuen Sicherheitsanforderungen. Das ist doch die Wahrheit. Da haben wir gesagt, na gut, damit keine Unsicherheiten in der Atomwirtschaft auftreten, machen wir beides. Die alten und die neuen erproben das und in der Tat, im Herbst letzten Jahres hätten sie die alten völlig abschaffen müssen und hätten die Bewertung der Sicherheitslage deutscher Atomkraftwerke auf dem Stand der heutigen Stand von Wissenschaft und Technik wahrnehmen müssen. Nein, das steht gerade nicht im Gesetz, Herr Kollege Gröhe. Wissen Sie, die Menschen draußen wissen das ja nicht. Das darf man Ihnen auch nicht vorwerfen. Wissen Sie, wie viele Seiten das kerntechnische Regelwerk mit modernen Sicherheitsanforderungen hat? Über 1000 Seiten. Über 1000 Seiten. Da wird beschrieben, was Sie machen müssen bei der Notstromversorgung. Da wird beschrieben, was Sie machen müssen bei den Kühlsystemen. Da wird beschrieben, wie Sie konkret Sicherheit verbessern. Das haben Sie abgeschafft. Sie arbeiten mit über 30 Jahre alten kerntechnischen Regelwerk. Und Sie haben dann pro forma, Herr Gröhe, Sie müssen immer davon ausgehen, wenn Sie mit uns über sowas reden, wir kennen die Rechtslage sehr genau, dann haben Sie mit dem Paragraphen 7d ins Atomgesetz das reingeschrieben, ganze zwei Sätze, statt 1000 Seiten Regelwerk, zwei Sätze, die in Deutschland, meine Damen und Herren, seit 1973 geltende Rechtslage sind. Geltende Rechtslage, seit dem Urteil über Kalka, Herr Gröhe. Müssen Sie das einhalten, was Sie in den Paragraphen 7d hineingeschrieben haben? Ich habe gar nichts dagegen, dass das da drin steht. Aber das mussten alle vorher schon machen. Schlimm ist, dass Sie die modernen Sicherheitsanforderungen für die Prüfung von Kernkraftwerken außer Kraft gesetzt haben. Warum haben Sie das getan? Warum haben Sie das getan? Weil die Atomkraftwerksbetreiber Ihnen gesagt haben, dass eine ganze Reihe von Atomkraftwerken diesen modernen Sicherheitsstand nicht standhalten können. Weil die Atomkraftwerksbetreiber Ihnen gesagt haben, dass die alten Meiler nicht auf den Stand von Wissenschaft und Technik hochgerüstet werden können und dass sie deshalb endgültig und bereits vor Ablauf der Restlaufzeiten hätten vom Netz gehen müssen. Das hätte, meine Damen und Herren, die Milliardengeschäfte der Atomwirtschaft geschmälert. Und da haben Sie, Frau Bundeskanzlerin, was gemacht, was unverantwortlich ist. Sie persönlich haben Sicherheit gegen Geld getauscht. Sie persönlich haben Sicherheit gegen Geld getauscht. Und wenn Sie jetzt sagen, es gäbe eine tabulose Prüfung, wenn Sie mit völlig veralteten Sicherheitsanforderungen, mehr als 30 Jahre alt, wenn Sie jetzt eine tabulose Prüfung beginnen, dann brauchen Sie gar nicht anfangen damit, wenn Sie nicht als allererstes das kerntechnische Regelwerk 2009 wieder in Kraft setzen. Das ist der erste Prüfstein für Ihre Glaubwürdigkeit. Das ist der erste Prüfstein. Diese Meiler, die hätten vom Netz genommen werden müssen wegen des kerntechnischen Regelwerks, das sind die, die Sie jetzt mal gerade für 3 Monate vom Netz nehmen wollen, die wären schon weg, wenn Sie nicht mitgeholfen hätten, Sicherheitsmängel in diesen Kernkraftwerken zu vertuschen. Und der Ihnen das damals aufgeschrieben hat, ja, wir kommen schon noch, keine Sorge, wir können das alles belegen, keine Angst. Der Ihnen das aufgeschrieben hat, das war der Cheflobbyist, einer der Cheflobbyisten der deutschen Atomindustrie. Mit Herrn Hennenhöfer haben Sie ausgerechnet einen Cheflobbyisten der Atomwirtschaft zum obersten Aufseher der Reaktorsicherheit in Deutschland gemacht. Frau Merkel, der ist bis heute im Amt. Der soll jetzt die Sicherheitsüberprüfung vornehmen, die er vorher verhindern wollte. Wenn Sie auch nur einen Funken Glaubwürdigkeit zurückerobern wollen, dann müssen Sie den sofort entlassen. Das ist das, was wir von Ihnen verlangen. Frau Merkel, nicht wir werfen Ihnen vor, dass Sie das Recht beugen, sondern das tut inzwischen ein früherer Präsident des Bundesverfassungsgerichtes. Ihr sogenanntes Moratorium wirft ja nicht nur energiepolitische, sondern verfassungsrechtliche Fragen auf. Und ich sage Ihnen, ich lese Ihnen jetzt mal vor, was Ihr Umweltminister öffentlich erklärt hat. Durch gemeinsames staatliches Handeln, nicht durch Absprachen, nicht durch Verträge, sondern unter dem Gesichtspunkt der staatlichen Verantwortung soll der § 19 Absatz 3 des Atomgesetzes angewandt werden. Wenn das so ist, Frau Merkel,
dann will ich sehen, wie die Rechtsakte aussehen. Und zwar nicht bei Baden-Württemberg, da ist Ihrem Atomexperte Mappus ja eine schizophrene Persönlichkeit. Der ist Atomlobbyist und Atomaufsicht zugleich. Wie das funktionieren soll, von dem will ich das nicht wissen. Sondern ich will sehen, Herr Bundesumweltminister, Frau Merkel, dass Sie dem Parlament vorlegen, diese Rechtsakte, und zwar in diesen Tagen, nicht erst in ein paar Monaten, in diesen Tagen wollen wir das sehen. Wenn die Atomwirtschaft, dann haben Sie wirklich was durchgesetzt. Denn dann ist die Atomwirtschaft zum ersten Mal bereit zu akzeptieren, dass von 7 ihrer Meiler eine Gefahr für die Bevölkerung und für Leib und Leben und Gesundheit ausgeht. Das wäre ein historisches Ereignis. Denn Frau Merkel, das ist die Voraussetzung, Sie haben den Paragraphen völlig zu Recht zitiert. Wenn die das machen und sagen, also erste Voraussetzung, Sie schicken den, und zwar durch die Länder, Herr Bundesumweltminister, und wenn die das nicht machen, Herr Umweltminister, müssen Sie die atomrechtlich weisen auf Paragraph 19. Das wollen wir mal sehen, und dann wollen wir mal sehen, ob die Atomwirtschaft das akzeptiert, wenn die das machen, à la Bonheur. Dann sage ich, haben Sie was Historisches erreicht, weil das haben wir schon immer gesagt, dass von diesen alten Reaktoren direkte Gefahren ausgehen. Das haben Sie und die immer verweigert. Wenn das allerdings nicht der Fall ist, dann haben Sie einen Deal gemacht. Und dann wollen wir die Preise kennen. Also, meine Damen und Herren, wir wollen wissen, wie läuft das? Und zweitens, was immer Sie jetzt erzählen der Öffentlichkeit, die Frage stellt sich doch, wie glaubwürdig sind Sie, wenn Sie das nur für 3 Monate tun? Wir wollen, dass das sicher ist und dass wir das nach dem Atomgesetz abschalten. Und zwar nicht mit einem Moratorium, sondern auf Dauer. Und zweitens, wir wollen zurückkehren zum Ausstiegsgesetz bis 2020, denn Ihre Laufzeitverlängerungen, die sind keine Brücke. Das ist eine Dauereinrichtung mindestens bis 2035 und 2040. Das ist keine Übergangstechnologie. Und deswegen wollen wir zurück zum Gesetz. Und wir wollen das nicht irgendwie durch einen zweiten Deal regeln lassen, sondern das Parlament sind diejenigen, die das zu entscheiden haben. Und im Übrigen, Frau Merkel, wenn das stimmt, dass Sie eine Energiewende wollen, warum haben Sie im jetzigen Haushalt eigentlich gar nichts getan, außer die Möglichkeiten für die Energiewende zu verschlechtern? Sie haben die Einzelmaßnahmen zum Nutzen, muss man der Öffentlichkeit mal sagen, weil das ja, die hat vor wenigen Tagen die Eckpunkte des Haushaltes beschlossen, am Mittwoch. Heute stellt sich die Kanzlerin hin und sagt, sie wollten mehr tun zur Energiewende. Jetzt sage ich Ihnen mal, was in den Eckpunkten drinsteht. Gegen 2010 werden die Förderungen für erneuerbare Energien um 700 Millionen runtergefahren. Die Förderung durch das 100.000 Dächer Solarstromprogramm um ein Drittel. Und das Gebäudesanierungsprogramm, wo die Menschen richtig Geld sparen könnten für zu hohen Energieverbrauch, von 2,2 Milliarden Euro in 2009 auf unter 1 Milliarde Euro gekürzt. Das ist die Wahrheit über das, was Sie da machen. Und gestern, einen Tag nach Verkündigung Ihrer Energiewende, haben Sie dem Kabinett die Eckpunkte vorgelegt und zugestimmt. Und Sie hätten doch diesen Beschluss, Frau Merkel, eigentlich verschieben müssen. Sie hätten doch sagen müssen, jetzt machen wir mal ein ordentliches Programm. Oder wir lassen wenigstens die Mittel da, wo sie bisher waren. Nichts davon haben sie getan. Es ist einfach so, dass man nicht mal mehr weiß, ob sie ihre eigenen Widersprüche eigentlich noch erkennen. Die Glaubwürdigkeit von Politik, weil ich ja weiß, dass das nicht Ihnen alleine zugeordnet wird, sondern die Menschen ja leider immer über die Politiker reden. Die Glaubwürdigkeit von Politik, Frau Merkel, leidet enorm, wenn Sie dieses Maß an Unseriosität zur Messlatte Ihrer Politik machen. Man kann sich auf nichts verlassen, was Sie sagen. Und deshalb sage ich Ihnen, können wir uns und wollen wir uns auch nicht darauf verlassen, dass Sie in 3 Monaten zu klügeren Entscheidungen gekommen sind als vor 3 Monaten zuvor. Wir wollen deshalb im Parlament entscheiden, weil bei Ihnen nicht sicher ist, was Sie denn morgen denken. Mal sind Sie gegen den Euro-Rettungsschirm, mal dafür. Mal sind Sie sozusagen für Steuersenkungen, mal dagegen. Mal sind Sie für Atomenergie, mal dagegen. Und weil wir uns nicht auf Sie verlassen können, deswegen wollen wir selber entscheiden hier im Parlament und nicht Ihnen vertrauen. Darum geht es in Deutschland.
Bitte? Herr Kollege Gabriel, achten Sie freundlicherweise auf die Rede. Mehrheit ist Mehrheit, sagt Ihr Kollege. Das zeigt ja schon, worauf Sie hinaus wollen. Darauf zeigt ja schon, wo Sie hinaus wollen. Der Zwischenruf ist interessant. Mehrheit ist Mehrheit, sagt er. Das heißt, Sie wollen den Ausstieg nicht. Das glaube ich auch, dass Sie da die Wahrheit sagen. Aber ich sage Ihnen, so kann man auf Dauer keine Politik machen. So versuchen Sie nur jetzt wahltaktisch mit den Ängsten der Menschen umzugehen. Und das ist etwas, was die Bevölkerung in Deutschland merkt. Und der Titel der Zeit heute, das ist die Überschrift für das, was Sie eigentlich machen müssten. Keine Lügen mehr, Frau Bundeskanzlerin, keine Lügen mehr.